Und damit begrüße ich euch zurück zum NGL Biathlon mit dem Wamsi Michel. Wir haben, wie gesagt, den Schwierigkeitsgrad etwas erhöht und dadurch ist das deutlich, deutlich spannender geworden. Wir führen natürlich noch relativ deutlich im Gesamtweltcup. Das müsste eigentlich auch passen mit dem Aufstieg. Momentan, wenn alles normal läuft, dann sind wir immer so zwischen Platz 1 und Platz 10. Eigentlich eher so nach oben gerichtet, muss man sagen. Ich habe jetzt beim letzten Mal zweimal daneben geschossen. Das ist natürlich alles andere als optimal. Schauen wir mal zum Wetter. Das Wetter ist warm und es schneit. Dann heißt das für uns wieder die Faster Ultra Speed 2 und es geht ab nach Sochi, auch schon Ort der Olympischen Winterspiele gewesen. So, da sehen wir es. Wir starten als letztes, das finde ich sehr, sehr schön. Alexei Slepov, Semen Suchilov, also die Russen starten zuerst. Lobastov kommt dann auch relativ schnell. Wir skippen das Waiting natürlich wieder. Muss ich mal schauen, dass ich mich vernünftig hinsetze, damit ich das Schießen dann auch hinbekomme. Sprinten wir gleich mal raus, damit wir unsere Geschwindigkeit auch erreichen. Ah, die Strecke kenne ich doch. Habe ich, glaube ich, schon mal beim Üben, als ich das erste Mal gespielt habe, mir angeschaut. So, und wir sind ja im Sprint. Das bedeutet, wir können hier auch wirklich sprinten, wie das Ganze schon heißt. Macht ja Sinn irgendwie, oder? Mal schauen, wie die Konkurrenz hier so drauf ist. Durch den Aufstieg werden wir natürlich noch mal ein paar Punkte bekommen, wenn wir den Aufstieg schaffen. Es ruckelt ab und zu ein bisschen. Ich lade im Hintergrund gerade die Folgen hoch. So, die Skier sind anscheinend aber wieder gut. Da werden einige Fehler heute geschossen. Hier können wir ein bisschen abkürzen. Alter Schwede. Also Sochi hat schon ein paar Anstiege drin. Da geht es schon richtig zur Sache. Da jetzt schon einer mal eine Null geschossen. Also wir sind läuferisch richtig gut. 0,1 Sekunden, ja gut, bei 2,2 Kilometer. Da hat Povanitsyn hat die Null geschossen. Also jetzt wird ja nur zweimal geschossen beim Sprint. Beim ersten Schießen. Wir haben circa ein Drittel der Energie auch schon verballert. Aber wir hätten theoretisch sogar noch ein kleines bisschen schneller laufen können. So, ab nach Sochi. Ab an den Schießstand. Wo ist der Cursor? Ich habe keinen Cursor. Hallo, wo bist du? Da bist du. So. So muss das. So, ich laufe mal hier rechts. Ich laufe mal nicht in die Strafrunde. Ausnahmsweise, bei der Zwischenzeit sind wir vorne, 0,7 Sekunden vor Thomas Krupczyk, also das wird ein enges Höschen. Die Nullfehler sind auf jeden Fall Pflicht, ansonsten wird das hier nichts mit dem Sieg. Das Spiel macht so mega viel Spaß, man glaubt das gar nicht. Man möchte hier einfach ein besserer Athlet werden. So, 1,7 Sekunden, also auch läuferisch ist das gut, was wir hier machen. Lobastov ist jetzt unten am Schießstand. Mal schauen, was dort imstande ist zu leisten. Ja, braucht ganz schön lange, bis er mal losschießt. Bei der Ladehemmung. Also irgendwas stimmt da doch nicht. Lobastov schießt einfach nicht. Okay, keine Ahnung, was mit ihm los ist. Hat auf die falschen Scheiben geschossen. Hatte man ja auch schon. Ist Lobastov hier irgendwo drin? Nee, also irgendwas stimmt mit ihm nicht. So, auf geht's, mein Freund. Schön die Energie raushauen. Dann haben wir noch für die Schlussrunde ein bisschen was. 2,5 Sekunden. In der Loipe sind wir auch ordentlich. Jetzt geht es zum Stehenschießen. Natürlich nicht so easy. Und Wamsi kommt zum Schießstand. Wo ist der Cursor schon wieder? Uah. Nein. Okay, das war viel zu schnell geschossen. Zwei Fehler. War auch völlig, völlig wirr. Ich habe den Cursor gesucht. Das war nicht so gut. Ah, verdammt.
Noch eine Strafrunde jetzt obendrauf. Das ist natürlich nicht gut. Noch steht da oben zwar die Führung. Die werden wir jetzt aber mit Sicherheit verlieren. Da sind wir nur noch auf dem 10. Platz. Ganz, ganz schwach. Zwei Fehler. Das ist natürlich viel zu viel. Muss wieder mehr Ruhe finden beim Schießen. Und mich vor allem anders hinsetzen. Nämlich genau mein Glas Wasser neben die Maus gestellt. Ist dann eher ein bisschen suboptimal, wenn ich da dagegen stoße. Den Cursor wahrscheinlich am besten immer schon in der Anfahrt oder sowas hier auf den Popo richten. Lobastov ist immer noch am Schießstand. Keine Ahnung, was mit ihm los ist, aber ich glaube, er hat sich irgendwo festgebackt. Ganz fehlerfrei ist das Spiel leider nicht, aber gut. Dafür, dass es kostenfrei ist, ist es wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe, dass der ein oder andere von euch da auch mal einen Euro für übrig hat, wenn er sich das Spiel holt. So, mal schauen. Können wir noch mal ein bisschen was gut machen? Immer noch der 10. Platz. Läuferisch wird da wahrscheinlich hinten raus bei uns nicht mehr viel gehen. Ja, komm, gib nochmal alles, mein Freund. Ist eigentlich besser, wenn man das immer erstmal wieder voll auflädt, anstatt das immer wieder nur so kurz zu drücken. So, auf geht die Post, oder ab geht die Post, und dann sind wir im Ziel. Puh, Platz 13. Da sind wir dann nochmal ein bisschen zurückgefallen. Zum Abschluss. Nicht gut. Also das war keine gute Leistung, gerade nach dem zweiten Schießen. Es war läuferisch keine besonders gute Leistung und am Schießstand auch nicht in Sochi. Das ist dann nur der 13. Platz, 16,2 Sekunden Rückstand. Das wird dann wahrscheinlich auch für die Verfolgung schwierig werden. Die Laufzeit war auch sehr schlecht, 9,5 Sekunden langsamer. Die Schießzeit war gut, 0,4 Sekunden, dafür aber zwei Strafrunden ist natürlich nicht gut. Schade, schade. Also da lief eigentlich noch alles sehr, sehr ordentlich. Da waren wir 2,5 Sekunden vorne. Dann natürlich haben wir auch ein bisschen Energie verballert, weil wir natürlich auch in der Strafrunde zweimal waren. Aber gut, Arndt Peiffer holt sich den Sieg im Weltcup in Pyeongchang. Im Ibuprofen Cup holt sich Simon Eder vor Jakob Fack. Und Evgeny Garanichev dominiert nach wie vor den dritten Cup, den Europe Cup. So, Leagues Championships coming soon. You can choose a tournament selection system. The best league athletes participate in the tournament one. The best league athletes participate in major league. All athletes in the league tournaments. The best league in the tournament. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann sind wir schon mal gegen die Besten am Start. Die Besten der Besten der Besten. Da werden wir wahrscheinlich keine Chance haben, aber ist ja nicht schlimm, schlimm, schlimm. So, jetzt gibt es den Massenstart in Sochi. Also gar keine Verfolgung, sondern den Massenstart. Die Temperaturen sind so mittelmäßig. Mittelmäßig? Das ist doch mein Stichwort. Dann nehmen wir hoch. Nee, Faster Boost will ich nicht. Dann nehmen wir die. Und dann geht es direkt weiter in Sochi. Wamsi immer noch im gelben Trikot. Dann hauen wir gleich mal rein. Jetzt müssen wir uns die Energie natürlich wieder ein kleines bisschen besser einteilen. Da können wir nicht mehr überall reinsprinten. So, wir haben das gelbe und das rote Trikot. Also wir sind Disziplinbester und Gesamtweltcup-Führender. Mal schauen, ob das läuferisch jetzt dieses Mal wieder etwas besser wird. Aktuell sind wir vorne, deswegen lassen wir es erstmal ein bisschen ruhiger angehen, bis da einer an uns vorbeiläuft. Unsere Skier sind nicht so geil, habe ich das Gefühl. Aber gut, schauen wir mal. Da war Peppe Femling neben uns, Nikita Lobastov, Streltsov, so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die hier gegen uns ankämpfen. 0,5 Sekunden.
schnitten wir jetzt dann trotzdem mal ein bisschen rein, damit wir unsere Führung hier auch behalten. Boah, diese Farben sind echt schwierig in Sochi. Dieses Lila mit Orange und boah, ist es eher nach einer durchzechten Nacht kommt dann sowas mal raus. Ich weiß nicht aus welcher Öffnung. So, Ruckedigu, Blut ist im Schuh. So, so muss das. Komm, Wamsi. Ein bisschen langsamer von der Shooting-Time als der Schwede, der auch nicht in die Strafrunde muss. Also wir gehen mit ihm auf die Runde. Nikita Lobastov ist hier auch mit dabei. Müssen wir uns aber erstmal keine ganz großen Sorgen machen. Alles noch eng beisammen. Da sprinten die hier richtig drüber. Solange wir ihn im Blick haben, ist erstmal alles gut. Ich glaube, unsere Skier, irgendwie habe ich die falschen genommen. Haben wir uns ein kleines bisschen verwachst. Erstmal auf dem dritten Platz. Ja, das sieht gerade doch ganz ordentlich aus. Energie gespart und da vorne geht es jetzt wieder in diesen Wahnsinnshügel rein. Sportfan Rob wieder gebaut, das Ganze. Und jetzt geht es hier in den Hügel. Wir sind an ihm dran, das reicht mir eigentlich erstmal. Bisschen Windschatten laufen, ist bestimmt integriert hier im Spiel. So, das zweite Schießen steht an. Fimling, Lobastov, Schurek und Christian Go. Aber es ist eigentlich jetzt erstmal ein Dreikampf. Wir legen uns auf die Bahn Nummer 2. So, haben wir schnell geschossen. Eigentlich genauso schnell wie die Konkurrenz. Mal schauen, Pinning mit 3 Fehlern, Lobastov mit 2 und Go oder Gau ist da jetzt erstmal unser härtester Konkurrent. Sehr, sehr gut. Also die Konkurrenz mit Fehlern. Der Schwede ist, denke ich mal, raus für heute. 3 Strafrunden ist dann doch ein bisschen viel, aber nur 3,5 Sekunden unser Vorsprung. Dürfen wir jetzt also nicht locker lassen. Alter, ist das spannend. Was so ein Spaß. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht spannend beim Zuschauen. Und ihr findet alle RTL-Biathlon spannender. So, immer mal so einen kleinen Sprint mit reinhauen, gerade wenn es dann hier in die Abfahrten geht, mit Schwung da reingehen, damit man auch länger unten nochmal gleiten kann. So, der Schwede ist jetzt gleich mal auf den 14. Platz zurückgefallen. Alter Schwede, ne? Minus 8 Grad Celsius. So, wir sehen das unten. Unser Vorsprung wird nicht wirklich größer. Also läuferisch sind wir da pari pari. Müssen natürlich auch darauf achten, dass die Schießzeiten jetzt passen. Jetzt ist auch nochmal ein Grad kälter geworden. Jetzt springen wir mal hier richtig hoch. So, Nordic Games Lab in Sochi. Wie gesagt, diese Farben sind echt gruselig. Wir kommen zum dritten Schießen. Ich bin eigentlich immer ganz froh über die Sprintwettbewerbe. Puh. Wackelig. Nicht ganz so schnell wie die Konkurrenz, aber Gau muss auf jeden Fall einmal in die Strafrunde. Wo ich auch gerade beinahe aus Versehen hingelaufen wäre. Streltsov hat die Null geschossen und Malinowski, die auch direkt hinter uns dran sind, also nur 3 und 4 Sekunden Rückstand, haben die schon Fehler geschossen. Jo, also Streltsov und so weiter, die sind läuferisch schon echt stark.
Wir haben natürlich auch noch ein bisschen Energie übrig. Vielleicht können wir uns ja da nochmal ein bisschen absetzen. Lobastov mit der 0. Filmling wieder ein Fehler geschossen. Und Ermitz, der alte Este, mit 3 Fehlern am Start. So, dann ab in die Hocke, um ein bisschen Energie zu sparen. 3 Sekunden nach wie vor den beiden Russen, die uns da jetzt als erste Verfolger verfolgen. Wahnsinn, oder? Wenn man Vokabular hat, dann sollte man es auch einsetzen. So, der Wahnsinnshügel steht wieder an und wir haben nicht mehr so viel Energie übrig. Konkurrenz hängt da auch schon an unserem Hintern. Läuferisch könnte es schwierig werden auf der letzten Runde. Deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall die Null schießen und zwar relativ ruhig auch. So, der Abstand ist gering geworden. Man sieht das unten links auf der Karte. Sieht ein bisschen aus wie ein PlayStation-Controller. Der neue PS5-Controller. So, Streltsov ist auch schon da. Also läuferisch, wie gesagt, haben die richtig was gut gemacht auf uns. Nein, ich wusste es. Warum wackelt das denn so? Scheiße. Vor allem Streltsov ist schon weg. Muss allerdings auch einmal in die Strafrunde. Fuck. Haben wir es wieder zum Schluss vermasselt. Ich meine, die zwei da vorne könnten wir theoretisch noch kriegen, aber ich glaube nicht, dass läuferisch da jetzt noch so viel drin ist für uns. Die Skier sind aber wieder sehr, sehr gut. Boah, wir hauen hier jetzt richtig rein. Wieder nur der 5. Platz, den wir jetzt aber auch erstmal absichern müssen. Von hinten kommt da auch noch ein Kollege mit einer halben Sekunde, der Kanadier, Christian Goh. Sollte man auch nicht vernachlässigen. Ich laufe ihm gerade mal vor die Flinte. Also 5. oder 6. Platz. Mehr ist da einfach aktuell nicht drin. Ansonsten muss man halt wirklich die Null schießen. Oh Gott, jetzt kommt noch dieser Wahnsinnsanstieg und wir haben echt nicht mehr viel Energie. Das wird nicht so lustig werden. Also Sochi, kein gutes Pflaster für uns. Das wird wahrscheinlich dann nur der 6. Platz für uns werden. Da zieht die Konkurrenz jetzt nochmal ordentlich weg. Kommt da nochmal was von hinten? Bin ich mir gerade echt unsicher. Unten auf der Karte sieht es schon recht eng geballt aus. Sieh durch, Wamsi. Wir wollen wenigstens 6. werden. Ich höre doch da was kommen. Sehe aber noch keine Schatten. Sieh durch! Immerhin. Immerhin der 6. Platz und da ist auch schon der Italiener. Bormolini oder wie er heißt. Puh, schade. Da war auch wieder mehr drin. Aber das letzte Schießen, das war einfach gruselig. Also die Shooting Time möchte ich da fast mir gar nicht anschauen. Ja, 11,6 Sekunden haben wir da verloren, wenn man das mal hochrechnet. Auf, wenn man nochmal zum Result zurückgeht, das wäre ja dann quasi so Platz 3, wenn man in der Shooting Time etwas besser gewesen wäre, aber es ist natürlich leicht gesagt. Also Sochi, jetzt nicht unser bestes Pflaster gewesen. Am Anfang, wie gesagt, lief es wieder gut und dann nach dem letzten Schießen völlig eingebrochen, aber läuferisch auch schon auf der 3. Runde nicht mehr so richtig gut gewesen. So, Patrick Resume ist natürlich auch wieder mit am Start, deswegen resümieren wir mal und wir sehen, dass Frankreich sich das Staffelrennen geholt hat, den Ibuprofen Cup holt sich Maxim Zvetkov und den Europe Cup holt sich niemand. Jetzt beginnen die League Championships und das machen wir dann in der nächsten Folge, deswegen sage ich Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.